Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Weiter geht's. Yay! Und wir haben noch 47 Lebenspunkte. Das heißt, wir könnten uns schon hier an diesen Boss wagen. Oder Elite-Gegner, Boss, ja, ist irgendwie alles fast dieselbe Schublade. Gut. Oder wir gehen links lang. Ich glaube, ich mache hier Risiko. Was soll's. Oha. Gut, wir haben ein bisschen Flächenschaden. Deswegen habe ich so früh auch schon Flächenschaden mitgenommen. Das ist natürlich jetzt eine denkbar blöde Situation. Toll, ich habe einen Flinkheitstrank, aber irgendwas, irgendwie nichts, was mir irgendwie... Na toll, Body Slam ist halt auch für die Tonne. Gut, also auf jeden Fall... Wie gut, dass der Schaden halt schon reduziert ist. Für solche Situationen ist natürlich hier die rote Maske schon eine super Sache. Gerade wenn es dann mehrere Gegner sind. Also ich würde schon sagen, wir starten einfach mal hier mit einem Knaufschlag und kriegen noch einen Biss. Okay, das, ja, schön und toll, dass ich halt so viele Bisskarten auf der Hand habe, aber die werden mir jetzt halt auch nicht helfen. Wir haben aber auch eine Menge Energie. Ich hätte zuerst hier einen Kinnhaken nehmen sollen. Ja, gut, dann machen wir das halt so. Und machen dich platt. Dann konnten wir zumindest schon mal einen rausnehmen. Das wird trotzdem jetzt ein bisschen wehtun. Also wäre es super, wenn wir direkt möglichst schnell den nächsten rausnehmen können. Oder die machen erstmal eine Pause. Machen sie nicht, verdammt. Jetzt kriege ich Spalten. Das ist natürlich alles ein bisschen doof. Also Wut auf jeden Fall. Ansonsten, ich würde gerne erstmal dich angehen. Und dann ich nehme mal Biss. So, auf jeden Fall. Wir können das alles nutzen. Ich werde jetzt definitiv auch ich könnte natürlich auch hier den Flinkheitstrank schon nehmen. Das wären dann 11 Block, das wären 14 Block, das wären halt schon, das wäre halt schon nicht schlecht, ne? Also könnte man machen. Oder ich heb mir das lieber für einen Boss auf. Das sind halt auch schon wieder... Ich glaube, ich nehme den jetzt hier. Ich habe sonst immer so wenig Tränke benutzt. In meinem alten Let's Play, glaube ich. Also, wenn ich mich da recht entsinne. Dann haben wir jetzt zweimal Spalten. Und wir haben dann jetzt... genau, wir kriegen ja auch noch mehr Block. Wunderbar! War eine gute Idee. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, die Bombe ist jetzt irgendwie... Die Bombe ist ein bisschen spät dran. Auf der anderen Seite... Ja, wir können dich da auf jeden Fall erledigen. Das würde ich halt jetzt auch direkt erstmal machen. Dann machen wir das so und spielen einmal verteidigen, weil... Ja gut, die Bombe ist halt auch eher was für so Elite... Ja, genau. Für Elite-Gegner. Für einen Elite-Gegner, der ein bisschen mehr Leben hat. Dafür, da wäre die schon sinnvoller. Und wenn man sich sicher wäre, okay, der Kampf würde jetzt halt auch ein bisschen länger dauern. Dann auf jeden Fall. Aber die kostet halt schon 2 Energie. Wir haben jetzt auch nicht so endlos viel Energie. Deswegen machen wir das erstmal jetzt so. Berserker ist jetzt echt ein bisschen spät dran. Teuflische Klinge. Gucken wir mal. Aber das wird wahrscheinlich... Ja, ist okay, aber ich würde trotzdem sagen, ja gut, Berserker nehme ich jetzt. Berserker brauchen wir halt jetzt auch nicht mehr. Dann spielen wir auf jeden Fall hier nochmal die Geisterrüstung und den Rest heben wir uns dann erstmal auf. Gut, also müsste ich jetzt auch nicht mitnehmen den Punkt, weil ich glaube eigentlich, wenn wir die Karten dafür kriegen, dann können wir den auf jeden Fall jetzt schon erledigen. Und gut, Block brauchen wir nicht. Das müsste auf jeden Fall... Ich glaube, wir brauchen es nicht. Nein, wir brauchen es... Wir brauchen es nicht. Gut. Goldene Laterne. Halt, im ersten Zug geht es Kampfes Energie. Also nach so einem Lagerfeuer haben wir dann zum Kampfbeginn beim nächsten Gegner direkt mal 3 Energie mehr. Also 7. Erholungstrank. Ja, das könnte noch sehr nett sein. Wie oft kriege ich denn hier noch Schockbälle? Sprungtritt, füge 8 Schaden zu, ist der Gegner verwundbar, erhalte
Wir haben sehr viel verwundbar, von daher war das halt schon eine Option, würde ich sagen. Mehr Energie und dann, ja, was heißt mehr Energie? Die Karte kostet dann 0, macht dann mal 8 Damage und wir haben dann noch Card Draw, Feueratem. Status oder Flugkarten? Status oder Flugkarten? Ich habe jetzt halt keine Flüche mehr. Ich habe Machtkarten. Habe ich irgendwie... Moment, sind Statuskarten irgendwie eine eigene Rubrik? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt mal... Ich nehme Sprungtritt. Vor allem, die Karte ist schon verbessert. Machen wir das so. Gut. Es ist natürlich auch immer eine Option zu sagen, okay, ich nehme nichts von dem all dem mit. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht direkt sagt, ich nehme immer was mit, weil dann hat man nachher so ein Riesendeck und dann wartet man ewig auf die Karten, die man da wirklich haben will. Das hier ist hingegen jetzt schon mal ganz gut, weil wir haben hier direkt die Bombe. Die würde ich halt auch schon sofort benutzen. Und ich nehme mal den Kinnhaken. Und einmal verteidigen. Oder ich hätte ich zweimal verteidigen. Ja, so Sachen, die halt... Moment, das hier sind Statusdinger, ne? So, mehr Damage, Schockwelle haben wir hier. Würde ich halt schon direkt... Ja, kostet halt auch 2. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich könnte natürlich sagen, wir könnten halt schon den Schaden komplett blocken. Und das würde ich halt... Ich mache das jetzt so. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall erstmal so. Da haben wir zweimal verwundbar. Dann würde ich auch den Biss, glaube ich... außen vor lassen, dann machen wir das so. Wir haben eh noch genug Bisskarten. Dass wir vielleicht gleich nochmal so ein paar Lebenspunkte abgreifen können. Das wäre eine super Sache. Body Slam ist halt auch so eine Sache. Hm. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir nehmen... Block brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, aber auf jeden Fall, ich nehme jetzt, Spalten, weil die macht relativ viel Schaden. Zweimal Biss und den Rest heben wir uns dann, yay, ein Damage, genau. Die Karte spiele ich auch. Oh, absolut, und da war die Bombe. So. Blitz und Donner, plus. Füge allen Gegner 7 Schaden zu und wende einen verwundbaren. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen... kommen mit verwundbar. Von daher nochmal spalten wäre vielleicht ein bisschen viel des Guten. Auf der anderen Seite, wenn ich könnte natürlich schauen, dass ich, ja, es ist halt die Frage, ob ich jetzt mich von Biss jetzt, wo ich das mit Vampir genommen habe, die wirklich weggeben möchte, ist halt so eine Frage. Seele trennen könnte natürlich auch schon ganz gut Schaden machen. Aber dann verlieren wir halt die ganzen anderen Karten, bis auf Angriffe. Deswegen, ich nehme jetzt hier mal... Ich überspringe das. Gut, dann haben wir hier ein Lagerfeuer. Wir haben noch den Heiltrank. Deswegen ist jetzt die große Frage, wie machen wir das? Und dann direkt beim Boss haben wir auch mehr... Energie zum Start des Kampfes, deswegen, ich würde fast sagen, ich nehme mal Schmieden und wir, es ist halt echt die Frage, gut, die kostet dann nichts, das wäre natürlich ganz nett, aber so super toll wäre es halt auch nicht. Sowas wie Schockwelle wäre natürlich für später noch ganz nett, dann würden halt die Debuffs länger halten. Kinnhaken wäre natürlich auch super, wobei wir haben eigentlich... Gut, wir haben da verwundbar. Wir haben hier schwach und verwundbar, deswegen... Ja gut, die Standardvariante davon finde ich jetzt nicht so gut, weil man muss halt direkt das dann eigentlich schon in der Runde nutzen. Also das Upgrade wäre halt schon super, wenn man nichts anderes hätte, aber für den Moment würde ich das vielleicht erstmal nicht nehmen. Sondern... Das wären halt auch nur 12 Damage. Das wären dann auch mehr Schaden verwundbar. Das hier scheint mir bisher echt... Zwei Karten ziehen, wäre natürlich auch ganz nett. Wir haben jetzt auch noch nicht so viel Card Draw. Also das hier, Schockwelle würde ich gerade später noch lieber upgraden, für halt Kämpfe, die dann auch länger dauern. Aber jetzt für den Moment, ich glaube, ich nehme mal Knaufschlag, weil so ein bisschen Card Draw
Kann ja nicht so ganz verkehrt sein. Gut, dann haben wir uns jetzt nicht geheilt und ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Wobei, du kannst richtig zuhauen, ne? Ich glaube, Kollege, da war was. Du teilst irgendwann richtig aus, wenn ich mich da noch richtig dran erinnern kann. So, wir haben jetzt 7 Energie, das heißt, wir müssen jetzt erstmal überlegen. Wir können direkt mal... Gut, mit Sprungtritt können wir jetzt hier gerade nicht so viel anfangen, aber ich würde schon mal die Bombe raushauen. Ich nehme jetzt hier schon mal den Erholungstrank und gehe auf Nummer sicher. Ich spiele hier die teuflische Klinge und wir kriegen Blut um Blut. Interessant. Ja, die Karte ist natürlich so auch ganz nett. Gut, dann ist halt jetzt die Frage, wir haben noch 4. Ich nehme mal einen Knaufschlag. Und dann nehme ich... Das Gute ist, wir haben jetzt keine Blockkarten bekommen. Das heißt, wir können uns die erst noch mal ein bisschen aufheben. Auch wenn wir jetzt 12 Damage kriegen, aber gerade bei so einem Gegner... Habe ich mit 12 Damage nicht unbedingt so das Problem. Die Frage ist halt jetzt... Gut, die Karte spielen wir auf jeden Fall. Das könnten wir halt jetzt auch definitiv schon spielen. Nee, Quatsch. Da hat was, das war das Falsche, ne? Ja, das war das Falsche. Super. Okay. Ja, Ich spare mir das erstmal. So, Schockwelle haben wir hier schon. Der hat halt eine Menge Leben, der Olle Champ. Deswegen Frage, wird sich das jetzt schon lohnen? Wir haben halt Spalten, wir können halt auch nicht gerade wenig Schaden machen. Also ich würde jetzt schon versuchen... Ich nehme mal Schockwelle. Ja, komm, nehmen wir jetzt schon mal Schockwelle. Dann haben wir hier... Einmal Spalten, einmal Biss, dann kriegen wir wieder ein bisschen Heilung. Wäre natürlich vielleicht auch eine Option, die Bisskarten aufzuwerten. 9 Damage. Gut, Kinnhaken würde ich mir dann, glaube ich, erstmal vielleicht schenken. Dann können wir noch einen Energiepunkt mitnehmen. Und du willst 11 Damage verursachen. Okay, also wir haben jetzt hier Berserker und ich würde halt, wir haben jetzt ja auch eine Menge verteidigen, also würde ich das definitiv schon nehmen, weil da können wir schon mitarbeiten, jawohl, so, dann nehmen wir das und dann spielen wir nochmal Biss und mehr brauchen wir erstmal nicht. Da ist die erste Bombe hochgegangen. So, das mit der Geisterrüstung ist halt jetzt ein bisschen blöd, aber ich werde die schon mal spielen, bevor die dann noch verschwindet. Ansonsten beißen wir noch ein paar Mal zu. Gut, was willst du machen? Du willst blocken und einen Buff einsetzen. Und du hast auch 3 Stärke. Oder war das so, dass er sich immer mehr bufft? Gut, ich kann jetzt hier wild rumspekulieren, wie das damals war. Ich lasse es einfach, weil klingt halt eh nichts. Also, wir haben jetzt schon so viel. Ich nehme jetzt einfach mal hier Schmettern. Ich nehme dann hier einen Knaufschlag. Und wir haben ja sowieso noch so viel Energie. Dann würde ich halt einfach direkt weitermachen hier mit Biss. Einfach, damit wir uns... Vielleicht dann gegenheilen. Kinnhaken, ist so eine Sache. Oder hebe ich. Das wäre ein bisschen viel Energie. Also, ich weiß nicht, mehr als 2 sollte ich mir vielleicht nicht aufheben. Ja, gut, dann spielen wir jetzt 2-mal Biss. Und dann noch einmal Spalten. Dann wir müssen halt auch Schaden machen. So ist es ja nicht. Block, Kollege. Okay. Ah, gut. Das ist wunderbar, dass man das jetzt so sieht, indem das umrandet ist. Das war, glaube ich, damals auch nicht. Kann das sein? Ich bin mir ziemlich sicher. Zumindest eine Zeit. Das war nicht von Anfang an. Ich sag's mal so.
Sprungtritt ist halt schon ganz nett. Dann haben wir Blut um Blut. Kostet aber 3. Ja, das ist mir ein bisschen zu teuer für 16 Schaden. Das ist halt auch so eine Karte, die sollte man dann... Ja gut, wenn die vielleicht 1 Energie kostet oder wenn die 0 Energie kostet, spielen. Aber ansonsten würde ich da dann auch eher drauf verzichten, so was den ganzen anderen Krempel angeht. Ich versuche jetzt trotzdem hier nochmal ein bisschen zuzubeißen. Dann haben wir immer noch so viel Energie. Könnten wir nehmen, aber ich weiß nicht. Ja, 25 Damage. Okay, ich glaube, das war schon okay. Nein, ich will deinen Zorn nicht spüren. Ich verzichte. Ja, genau, das war das mit... Okay, irgendwann quasi so ein bisschen Enrage. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich... interessant. Gut, Block. Ich würde halt schon gerne ein bisschen Block bekommen. Dann könnten wir halt auch mit Body Slam ganz gut Schaden machen. Du hast jetzt leider gerade keinen Debuff. Das ist ein bisschen doof. Und ich nehme jetzt einfach mal... Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach mal Verteidigen. Auch wenn das, glaube ich, keine gute Idee war. So, auf jeden Fall... bis Body Slam. Ah, mit Body Slam hätte ich gern Schaden gemacht. Und hier nochmal Verteidigen. Jetzt haben wir hätten wir die Bombe gehabt. Verdammt! Gut, also konnten wir noch ganz gut abfedern, die Sache. Ja, das ist halt natürlich die blödeste Situation mit dieser Geisterrüstung. Wenn man die hat und der Gegner greift nicht an. Ja, ansonsten... Ja, ich will halt Schaden machen. Das wäre ganz gut. Und ja, gut. Machen wir das so. Das war jetzt auch super doof. Das war jetzt super doof. Okay, was haben wir denn hier? 25 Block hättest du jetzt an der Stelle. Alles klar. Wir haben... Ne, du machst 21 Damage. Das ist eigentlich noch halbwegs okay. Das geht jetzt gerade nicht so wirklich. Ansonsten diesen ganzen anderen Sachen. Der Block kann ich jetzt auch nicht wirklich erhöhen. Deswegen wäre mir das halt auch gerade mal so ein bisschen egal. Das müsste aber auf jeden Fall eigentlich reichen. Angriffstrank. Ja, könnte ganz nett sein. Wobei, wir haben halt die Karte hier mit... Ach, wie heißt die denn? Teuflische Klinge. Doppeltreffer. Der nächste Angriff in diesem Zug wird zweimal ausgespielt. Könnte man vielleicht auch so kombinieren. Wobei... Ja doch. Dass ich halt mit Block mehr Schaden mache. Versuche, viel Block zu bekommen. Und dann mit der Karte den Schaden von Block noch verdoppeln. Dann könnte ich damit auch mal locker irgendwie so 50 Damage machen. Knüppeln kostet 3 Energie, ist halt sehr teuer. Also im Prinzip 10, 11 Schaden pro Energiepunkt. Barrikade. Aber Barrikade wäre natürlich... Ja gut, ich habe jetzt nicht so viel Block, dass ich sagen könnte, hey, das ist super. Ich glaube, ich nehme echt Doppeltreffer. Ich muss halt mehr Schaden machen. Knüppeln ist halt... Knüppeln, 32 Damage. Und das wäre natürlich auch ganz super mit 50% mehr Damage machen dann. Ich glaube, oder ich nehme Knüppeln. Weil das ist schon wieder sehr situationsabhängig. Hierfür brauche ich einfach nur die Energie. Ich könnte natürlich auch noch mehr Block sammeln. Dann könnte ich damit natürlich noch mehr Schaden machen, aber... Wir kriegen eigentlich ganz gut Energie. Also ich habe eigentlich immer ganz gut Energie... Dann könnte ich vielleicht noch ein paar Karten entfernen und für dein Knüppeln behalten. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt auch schon hier Biss.
Und die will ich halt entfernen, ich weiß nicht. Sonst hätte ich, dann hätte ich mir das Event auch sparen können, ganz ehrlich. Hier Body Slam damit kombinieren. Ist ja auch ein Angriff. Also das ist halt die Frage, Doppeltreffer oder Knüppeln? Und wir haben... Wir könnten das natürlich auch ein bisschen flexibel einsetzen und vielleicht dann auch noch mit Spalten kombinieren. So, das hätten wir dann nochmal einen Flächenangriff. Ich nehme mal Doppeltreffer. So. Gut, was kriegen wir? Heilige Rinde verdoppelt den Effekt von Tränken. Was heißt das denn genau? Kann ich das dann irgendwie zweimal eine Karte wählen oder was? Schwarzes Blut. Ersetzt glühendes Blut, heile am Ende des Kampfes 12 TP. Das wäre natürlich schon super, gerade wenn man so wenig TP hat. Rufglocke erhalte beim Aufheben einen besonderen Fluch und 3 Relikte. Ich glaube, ich nehme... Ja, 12 TP sind jetzt auch nicht so viel. Aber ich muss halt meine TP auch immer recht hoch halten, weil ich halt nur noch maximal 60 habe. Deswegen, ich nehme... Das wäre natürlich auch sehr nett, aber ich habe jetzt auch schon eine Menge Karten. Wir müssen halt direkt in den nächsten Shop und dann irgendwie das vielleicht entfernen. Bisschen Gold haben wir ja auch. Also von daher, Heilung wäre aber auch schwierig. Da, wobei, hierbei weiß ich halt genau, was ich kriege. Hier weiß ich es halt nicht. Das könnte halt super sein, das könnte aber auch eher nicht so toll sein. Deswegen, wir haben ja die Heilung so, also, ich nehme das hier. Was soll's. Fluch der Glocke. Kann nicht aus dem Deck Ach Mann, warum? Kriegsbemalung verbessert beim Aufheben 2 zufällige Fertigkeiten. Doppeltreffer und Geister. Ja, das ist ganz okay. Geschmolzenes Ei der Angriffskarte, die du erhältst, ist verbessert. Ist ja okay. Giria, du kannst jetzt am Lagerfeuer Stärke erhalten. Bis zu 3-mal. Das heißt, wie darf ich das verstehen? Stärke für den nächsten Kampf oder für die erste Runde des nächsten Kampfes? Oder bleibt das permanent? Ich glaube nicht, dass das permanent bleibt. Keine Ahnung. Müssen wir ausprobieren. Gut, das Jenseits, dann heiße ich euch nächstes Mal im Jenseits willkommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.